Ach, was wollte denn der Robin jetzt wieder von mir? Oder die? Ach, ist ja auch egal. Ich komm, blick da schon gar nicht mehr durch. Fuck! Andere Seite. Autsch. Abend. Abend. Aber willst du mich jetzt abstechen oder hast du Kacke in der Hose? Oder warum bewegst du dich so komisch? Weil ich muss aufpassen, weil mein Flieger ist nicht so ganz gelandet, wie ich wollte. Ach, du warst das also. Ich weiß von nix. Aber ich würde gerne mein Auto abholen, was ich dir letztens gebracht habe. Ah, lieb gern. Warte, ich hole ihn kurz aus der Garage. Ich schließe noch einmal auf. Pass aber gute Arbeit, Chris. Schön auf deinen Grün abgestimmt, wie du es diesmal wolltest. Diesmal ist auch die richtige Farbe. Ab. Wie sieht's denn von innen aus? Mit Sticker arbeiten. Schick, schick. Neonbeleuchtung, wie abgesprochen. Und natürlich in Strippergrün, wie du es gerne hättest. Ja, die Abgasanlage ist auch gut. War's gut, aber gleich. Kriegst du diesmal eine gute Google-Bewertung. Wie wär's denn mit deinem Folgeauftrag? Oder wenn du... Ich habe gehört, du hast da noch was hinten, so ein Porsche oder sowas. Wenn das so wird wie jetzt, dann ja. Wenn's wie beim ersten Mal wird, dann eher nicht. Das war ein Garderobenfauxpas. Mit so einer billigen Ausrede kommst du mir aber nicht so schnell davon. Was ist das denn für ein schickes Gefährt? Muss man direkt erstmal ein Foto machen. Hey, Mikey, was geht? Einsteigen. Was gibt's denn? Keine Frage stellen, einsteigen. Ist das Mikey? Ja, es ist Mikey. Wahrscheinlich wird er zu Danzi bringen. Oh weh. Boah, da gehen wir jetzt rein, in den Club gehen wir feiern. Schick, schick. Nein. Wie nein? Wir gehen zur Seite rein. Oh, ich dachte, wir gehen Fahrt machen. Ich hab mich gefreut. Ey, hier sieht's ja richtig viel aus. Alkohol, ein gepanzertes Auto. Gibt's noch sonst noch was, was ich hier wissen müsste, Mikey? Hier gibt's noch einiges zu sehen, aber ihr kommt erstmal mit. Okay. What the fuck, warum bist du eigentlich schon wieder umgezogen? Aber du passt zum Auto. Ja, ich dachte Party, aber war wohl nicht. Der Chef wartet auf euch. Rechts. Das ist links. Entschuldigung, ja. Ah, ich schalte das auf jeden Fall raus, rechts von mir. Da seid ihr. Ah, Danzi, lange nicht gesehen. Leute, ich grüße euch. Willkommen in meinem Club. Wie ihr sehen könnt, läuft's jetzt wieder erfolgreicher. Dank deiner Hilfe. Gratis, Jungs. Oh, no. Gratis. Hey. Gratis. Ah, was zur... Gratis. Egal. Recht damit. Egal, ich lasse es. Mir ist hauptsächlich wichtig, dass du dabei bist. Mikey hat nämlich ein paar Infos gefunden über den Unbekannten und hauptsächlich über seine Compadres, also seine Geschäftsleute. Und meine Idee war jetzt, den ein bisschen zu schädigen. Und zwar habe ich herausgefunden, dass im Casino haben die Gold gebunkert und Kunstwerke. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt als erstes schön geschickt die Goldbarren mal uns holen. Schon alles vorbereitet. Ich habe nur für euch noch kleine Arbeit. Wir müssen nämlich noch die Arbeitskleidung. Was? Warum bist du schon wieder Ach, ist es egal. Das wird heute echt komisch. Also, wenn ich das ich richtig verstanden habe... Einbruch. Ja, alles gut. Ja, alles gut. Aber wir brauchen eigene Kleidung mit Nachtvisier und so weiter. Also, okay, dann also richtiger Agenten-Gangster-Shit, yes? Hier ist die Adresse und Mikey begleitet euch. Ich muss ein paar Sachen noch zu erledigen für die Vorbereitung. Gut, verstanden. Zu Befehl. Hey, Mikey, der Danzi hat aber echt krasse Karren. Ne, wo ist schon das? Nur krasse Karren. Oh, ein vollgepanzerten Volumen oder sowas habe ich ja selten gesehen. Oh, der Fahrer ist nicht so gut. Doch, easy. Hallo, hat alles gepasst? Ja, ja, hier darfst du nicht drauf, fick dich. Ah, ah. What the fuck was that? Au, Junge, der fährt zweimal mit die Karre auf mich. Was ist los mit dir? Ja, sag doch, dass du aufsteigen wolltest. So, da war über James Bond. Ich kann den Link nicht abschießen. No! Alarm! Alarm! Toll, so viel dazu. In den Kuruma, Jungs! Ich bin gleich hier direkt in also, bei mir ist das jetzt erst gekommen. Mein Auto ist gepanzert! Headshot! Oh! Okay, es geht los, Jungs. Hacken! Bin da. Oh nein, das ist so schwer. Bitte helfen Sie mir, ich bin Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Eine Ewigkeit später. Ach, schön, dass du sagst, dass es offen ist, Mann! Ist offen. Danke. Du gehst du als Geschütz oder was? Ja, ja, ich rotze. Okay, Jungs, kommt! Boah, Alter, ich höre nur Feuerwerk hier. Los, Jungs! Ah! Angriff! Noni! Er sagt nicht, wir haben Platten. Das ist ein Armeefahrzeug! Warum haben wir Platten? Ich hab mal ein Navi angemacht für ein gutes Fluchtfahrzeug. Jungs, wir stürzen ab! Wir stürzen ab! Mayday! Das gibt's nicht! Ich bin rausgefallen. Also wenn irgendwer eine Idee hat... Warte mal, wir leben doch in Zeiten des Internets und des Telefons, ne? 3 Uhr 28 nachts. Leute, der Danzi hat uns schnell Verstärkung geschickt. Hier ist ein Buzzard im Dunkeln, den man nicht sehen kann. Stellen das auf jeden Fall nicht hin, dann. Okay, Jungs, kommt. Ich hab eine schöne Alien-Gun, Jungs. What the fuck, Alter? Warum so... Ist das war nicht bei Woolworth ein Sonderangebot. Los, Jungs, rein! Robin! Ich bin tot. Du lebst doch. Ich bin tot. Renn jetzt, schneller! Ich bin tot. Wollt ihr dann nicht sauer sein, wenn wir sein gepanzertes Fahrzeug einfach so in der Basis stehen gelassen haben? Wir erzählen ihn einfach, es wurde geklaut. Ey, Jungs, gute Arbeit. Eine Sache, habe ich auch mitgekriegt, dass der Wagen nicht da ist. Mikey, warum hast du den Wagen nicht mitgebracht? Der hat Platten. Wie kann er Platten haben, wenn er schusssichere Reifen hat? Verarschst du mich? Raketenwerfer. Wenn ich den finde... Und er ist noch im ganzen Zustand. Danzi, sei nicht zu streng zu Mikey. Na, egal. Jetzt.
Folgt mir. Robin, du fasst die Zigarren nicht an, ja? Und auch nicht den Alkohol. Ein paar Sekunden später. Oh, die Waffen sind hier. Alkohol. Oh, Zigarren, Jungs, guck mal. Alter, weg da! Also hier links sind Waffen. Wir können uns gleich umziehen. Oh, die Ecke gefällt mir. Auf jeden Fall. Sag mal, muss der gerade der Robin da mit dir sein? Ich dachte, du hast ihn eingeladen. Nein, nope. Ich hab Mikey geschickt, dass er dich abholt. Hat er sich dabei selbst eingeladen? Ich glaube ja. Jungs, ich höre euch, aber was? Der Tim was? Wollte, dass ich mitkomme. Was? Nein, ich hab gar nichts gesagt. Egal. Sowieso, mit vier Mann ist es besser. Ich bin auch dabei und ich kenne auch die Wege. So wie der Mikey kennt er auch die Wege. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg zu dem anderen Versteck. Und Mikey, wenn der A-Wagen kaputt ist, hast du den scheiß Ärger. 8:01 Abend. Alter, ist das geil. So richtig coole Splinter Cell-Anzüge. Ich frag mich, wozu Masken, wenn wir schon Masken haben. Und vor allen Dingen, wie so Zyklopen sehen wir teilweise aus. Hey Dance, du hast ja richtig gute Ausstattung. Wo hast du das ganze Zeug her? Ich hab's von Bekannten, deren Bekannten und deren Bekannten haben. Och nein, nicht schon wieder die Bekannten. Okay, alles klar. Ich hab's schon verstanden. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Habt ihr Elektroschockers mit? Natürlich. Alles habe ich vorbereitet, wie ihr seht. Visiere den Taser an. Visiere die Kamera an. Anlegen, zielen, aus. Hier, Jungs, die kann man hacken. Ja, warum kennst du, habe ich die Schlüsselkarte jedem gegeben? Ach, dafür sind die da. Ich dachte, das wäre eine Paypal-Karte. Oh Gott. Jungs, zwei Leute. Ich hab den rechten. Auf drei. Eins. Jetzt den linken. Zwei. Drei. Haben wir gerade zu dritt auf ihn geschossen? Ja. Sicher. Ich hab den rechten, Jungs. Okay, ich hab den linken. Zugriff. Eins, zwei, drei. Headshot. Jungs, da läuft einer im Flur. Aufpassen, den müssen wir ausschalten, bevor wir die hier im Kontrollraum rausmachen. Oh, ich kann hier gar nicht rein. Hier oben auch. Mist. Du musst hier rein, Junge. Was machst du? Ey, Jungs, die haben hier oben auch einen kleinen Tresor, wo die Tageseinnahmen reinkommen. Geh rein, ich mach den Aufzug. Oh, hier kommt der Money. Jetzt haben wir 20.000. Boah, wie schnell kannst du das denn zählen? Als hättest du unten rechts so eine Liste, wo das ungefähr ist. Nein, keine Liste. Ich kann einfach nur sehr schnell rechnen. Das liegt an den Brillen, die wir an den Augen haben. Siehst du selber nicht. Ah, zeig dir an, wie viel wir Geld haben. Geil. Ich sag doch, Hightech habe ich nur geholt. Gehen wir über die Treppe oder nehmen wir den Aufzug? Wir nehmen den Aufzug. Aufzug schon gerufen, Jungs. Alle rein. Schießen. Jawohl. Das war mal knapp. Kamera out, Jungs. Achtung, rechts kommt einer. Jetzt das Glas kaputt gemacht. Aber keiner hat's gemerkt. Alles gut. Kamera weg. Wache weg. Rechts ist auch einer. Ja, ich nehme den ganz rechts. Hab den im Visier. Ich zähle. Eins, zwei, drei. Wir müssen den noch in Dingens, in den Nebenraum. Du musst rechts auf den Typen aufpassen. Ich kümmere mich um ihn. Los. Bleibt in Deckung. Also einmal die PayPal-Karte durch. Wir warten jetzt, bis die Kamera wieder aktiv ist, okay? Ich warte schon drauf. Ich fang alle ziehen. Jungs, das stimmt nicht mit euch. Das ist eine Kamera. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Aber dann sehe ich mir. Ich habe mir eine Frage, stelle ich mir gerade. Hast du den Code vom Tresor? Ja, wir brauchen keinen Code. Dafür haben wir den Laserbohrer. Oh, hot. Was soll ich? Wenn durch, Jungs. Also es kommt keiner da, Jungs. Go. Ja, Alter. So, hacken wir mal. Ich bin drin. Fick dich, Unbekannter, Alter. Das ist jetzt alles mir. Das ist für meinen Mercedes. Das ist für Danzis Porsche. Und das ist, weil Robin seine Lackierung verkackt hat. Und das ist für Mikey, damit er sich endlich eine Stimme kaufen kann, damit er eine aktivere Rolle hier nimmt. Ab wann ist denn Zugriffsende, Danzi? 25 Sekunden. Meine Geldbrille sagt, wir haben 3 Mille schon. Ich zünde. Was zündest du? Und zwar jetzt. Nicht so viele Leute. EMP. Oh. Ab ihn. What the fuck? Kamera rechts. Alarm! Alarm! Durch, raus. Alles klar, Junge. Hier entlang, Jungs, wo läuft ihr hin? Das Problem ist, sie sehen alle gleich aus. Hab ihn. Rein mit euch zwei. Los. Wo sind die? Die sind wieder da oben. Wo sind die? Ach, hier links direkt. Oh. Ja, das heißt, wir springen jetzt hier runter einfach und gehen zum Parkplatz, ne? Du musst rüber. Die zwei, das sind zu. Jungs, wo seid ihr? Ich bin am Weg. Oh. Dann sie. Ja? Die Reifen sind nicht schusssicher. Hä? Ich hab die gemacht, schusssicher! Ach du Scheiße, was ist das denn? Ne? Der Typ, der ist so geil ausgestattet, dass man das ganze Casino theoretisch so hops nehmen kann, dass wir noch die Jetons hätten mitnehmen können. Und dann verkackt er es bei den Fluchtautos. Ey, das hat ein Mitarbeiter gemacht. Sag mal, Robin, wo hast du jetzt die Polizeikarre her? Die stand einfach. Bessere Tarnung gibt es ja gar nicht. So, ich würde ziehen, so bin ich schon zu Hause. Krieg ich das mal mit, wenn ich arbeite, krieg ich gar nicht mehr. Das Geld, nee, das Gold. Alles nach Plan. Ah, 822.000. Ja, Jungs, auf den kleinen Pillemann vom Unbekannten. Gewonnen, Robin. Feiern, yay. Dann würde ich sagen, sammeln wir noch ein paar Infos über den Unbekannten.
So weiß ich weiß, Robin, du hast was gesagt. Du hast auch ein paar Informanten schon. Die sind noch am was herausfinden. Mhm. Ich habe bald Informationen. Und auf die zukünftige Zusammenarbeit. Auf die zukünftige Zusammenarbeit. Ein gutes Team. Darauf, endlich, dass der Unbekannte seinen kleinen Pillemann verliert. Endlich, jawohl, kann ich das pinkeln. Ich sehe schon, der Viking bleibt wirklich in seiner Rolle. Ich habe gerade überlegt, wie ich den Mittelfinger zeige. Der Mann mit dem kleinen Pimmel. Dann zeigt er auf die Frau auch noch. Vielleicht, weil es kein Mann ist mit dem Pimmel, sondern eine Frau.